So Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr selber am Audi A6 4F Facelift oder auch Vorfacelift, Avant oder Limousine die Birne auf der Fahrerseite tauschen könnt. Ne? Der Behälter ist halt nicht bei allen Modellen an dieser Stelle. Ich glaube, bei Vorfacelift ist der nicht hier. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das ist aber halt auch unter anderem ein kleines Problem und es ist generell halt ein bisschen tricky halt da ranzukommen. Ich muss mal kurz noch die Handbremse anziehen. So. Und ich werde nicht nur auf der Beifahrerseite das Ganze tauschen, sondern auch auf der Fahrerseite. Quatsch, nicht nur auf der Fahrerseite, sondern auch auf der Beifahrerseite. Ich versuche jetzt nicht viel zu quatschen, sondern direkt einfach loszulegen. In der Regel sollte das alles ungefähr in 10 Minuten zu machen sein. Wir benötigen hier einmal ein Torx und den Adapter hole ich mir. Wichtig ist, passt immer auf, dass ihr euer Werkzeug nicht irgendwie fallen lässt, weil das wäre mehr als scheiße. Ich habe jetzt hier einmal so ein. Na Quatsch, auf die Seite. Kleinen Schlüssel. Torx. Ich weiß jetzt nicht, ob der passt. Müssen wir mal gucken. Und hier unten ist jetzt eine Schraube. Ich weiß leider nicht, ob man das direkt sehen kann auf dem. Ja, da. Da unten ist eine Schraube. Und die müssen wir als allererstes mal lösen. Ich habe jetzt auf Anhieb die richtige Größe hier gewählt. Wichtig ist hier nur Folgendes, und zwar, wenn ihr die Schraube gleich raus habt, dass euch weder die Scheibe noch die Schraube selbst irgendwie runterfällt. Deswegen gehe ich jetzt hier schon mal mit sicherheitshalber mit meiner Hand rein. So. Lieber wirklich so vorsichtig wie möglich arbeiten, damit ihr diese Scheiße nicht fallen lässt, weil sonst ist später das Geschrei groß, da einen Ersatz zu holen. Und es ist auch immer scheiße, wenn irgendwie vor allem so ein schweres Stück Metall da irgendwie runterfällt. Ich packe mir das mal am besten hier oben gleich wieder rein. Ich habe hier oben halt diese Schlitze, diese runden Löcher, wie sieht aus wie vom Bienenstock und da kann man das halt direkt reinstecken. So, dann können wir diesen Behälter. So ein bisschen zur Seite holen. Das Metallstück hier ruhig wegbiegen. Ihr müsst euch da nicht so viel Angst machen, dass das kaputt gehen kann. Und jetzt haben wir hier unten genug Platz. Was ihr natürlich nicht so gut sehen könnt, ist da. Ich versuche es mal ein bisschen auszuleuchten. Oder ich versuche mal ganz kurz ein kleines Video zu machen hier mit dem Handy. Dann kann ich das ja mal direkt einblenden. So, hier unten sehen wir jetzt die Abdeckung. Und jetzt müssen wir halt. Hier oben auf beiden Seiten gibt es einmal diese Clips. Die müssen wir einmal runterdrücken, dann können wir das Ganze so rausnehmen. Und dann sind wir auch schon direkt an der Lampe. Und dann müssen wir halt nur aufpassen gleich, wie wir sie rausnehmen und damit wir das auch wieder richtig gut einsetzen und nicht so lange rumfummeln müssen, bis es dann wieder sitzt. So. Ich springe mal jetzt wieder zurück. So, das ist der erste Clip. Die sitzen halt beide oben. Das reicht auch, wenn man das ertastet. Dann ziehen wir den Deckel. Ich zeige euch das nochmal mit dem Video hier vom Handy. So. Hier ist jetzt die Klappe. Mal gucken, ob man das sehen kann. Hier ist die Klappe. Und wenn ihr hier oben halt diese Stifte runtergedrückt habt und dann könnt ihr halt das Ganze, also auf beiden Seiten ist jeweils ein Stift, den könnt ihr das halt so rausnehmen. Und wenn ihr das weit genug
nach hinten macht, dann könnt ihr das auch rausheben und das ganze Plastikstück halt rausholen. So. Ja, dann machen wir da gleich nochmal. So. Und wenn wir jetzt hier unten angekommen sind, ich versuche das mal ein bisschen zu zeigen. Da unten ist jetzt die Lampe drinne und die drehen wir jetzt raus. Versuch das mal mit einer Hand. Das heißt, also so sieht das jetzt aus. Jetzt müssen wir sie nur noch rausziehen. Ich kann euch das leider schlecht zeigen. So. So, so, so. Und hier ist auch das gute Stück. So, in meinem Fall ist die Fahrerseite nicht kaputt, aber da die Beifahrerseite kaputt ist, kann man jetzt hier natürlich nicht gut sehen, tausche ich beide Seiten. Und zwar habe ich hier jetzt vorher diese Alpha Lights gehabt, bin mit denen irgendwie echt unzufrieden, weil die innerhalb von 50.000 Kilometern sind jetzt 3 Stück kaputt gegangen. Finde ich schon ein bisschen heftig. Und mal gucken, wie sich die etwas teureren Philips D3S Extreme Vision Gen 2 tun, die auch das Stück, also die das Stück halt, ich glaube, irgendwas mit 85 Euro gekostet haben. Und ich habe auch extra nochmal bei Philips nachgefragt. Es gibt halt bei Amazon verschiedene Nummern mit S1, C1 und so. Ich habe mir halt schon gedacht, das liegt an der Verpackung, wollte aber nochmal sicher gehen, habe angerufen, nachgefragt und die meinten, ja, diese Verpackung hier sind normalerweise für Großhändler, für Werkstätten und so. Die kaufen sich das so paketweise, haben dann viele auf Lager, ja, weil die halt deutlich weniger Platz einnehmen als die einen mit der Öse zum ins Regale hängen irgendwo im Geschäft oder so, ne? So, wir nehmen jetzt eine von diesen Lampen und ich switche jetzt mal wieder kurz auf die andere Kamera. Also ich hoffe, man sieht das gut genug. Ich werde diese Lampe als Reserve nehmen, behalten. Das heißt, wir nehmen das jetzt einmal hier. Hier machen wir es auf. Dann können wir das so aufmachen. Ihr müsst auch nie irgendwie Sorgen machen, dass ihr nicht wisst, wie das wieder rankommt, weil ihr habt hier einmal diese Nut und hier diese große Nut. Und die habt ihr auch dementsprechend hier wieder auf diesem Plastikstück. Ich leg das mal jetzt hier hin. Jetzt müssen wir nur noch den hier abziehen. Wichtig ist auch, fasst den Brenner halt nie an mit den Fingern halt, weil die Finger immer fettig sind und dadurch die Birne halt, die Lampe halt schneller kaputt gehen kann. Wahrscheinlich hat das irgendwie damit zu tun, dass die Hitze dann irgendwie größer wird durch das Fett, das da irgendwie dran klebt oder wie. Also ich könnte mir das so vorstellen. So, packen wir eine von den neuen D3S aus. Auch hier vorsichtig, dass wir das Ganze nicht anfassen. Wir können ja mal gucken als Vergleich. Ja. Sehen halt nicht gleich aus. Sehen gleich aus, aber ich glaube, Brenntonen sind nicht gleich. So, setzen wir hier das hier wieder drauf. Wahrscheinlich wird das auf der Kamera ein bisschen verschwommen sein, aber so. Und jetzt kommt das Ganze natürlich hier wieder dran. So, gucken wir rum. So. Jetzt könnten wir schon mal einen kleinen Test machen und gucken, ob die Lampe denn überhaupt brennt. Sieht gut aus. So. Lampe läuft. Jetzt muss ich mir selber nochmal genau die Position angucken. So, nach rechts gedreht. So.
So, ich versuche mal wieder hier ein bisschen mit dem Handy ranzugehen für euch, damit ihr das alles ein bisschen besser sehen könnt. Das ist ja alles auch nicht so einfach mit. Ist ein bisschen tricky jetzt. Ich muss die einmal irgendwie loslassen, um umzugreifen. Habe jetzt aber keine freie Hand. So, jetzt gehen wir da unten wieder rein. Vorsichtig natürlich. Und nein, das war natürlich jetzt nix. Jetzt kommt hier irgendeiner mit dem Auto lang gefahren. So, jetzt ist das Ding drauf. So, er sitzt wieder. In der Vergangenheit war das wirklich so, dass ich mich damit ab und zu mal wirklich sehr schwer getan habe. Das Ganze hier auszubauen, also auszubauen nicht, sondern eher halt das Gefummel, um das Ganze wieder richtig rangedrückt zu kriegen und so, dass sich das dann halt auch hier wieder fest dreht und einrastet. Und wenn man einfach darauf achtet, dass man jetzt in dem Sinne hier bei mir auf der Fahrerseite das Ganze leicht nach links dreht, also so nach links, nach da dreht. So wie ich das euch gezeigt habe gerade beim Ausbau, dann rausnimmt, vorsichtig halt und genau so wieder einsetzt, dann könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen. Und dann müsste das auch auf Anhieb wieder sitzen. Ne? So, ich gucke noch einmal ganz kurz. Das sitzt fest. Ne? Und jetzt können wir auch schon den Deckel nehmen. Da wieder reingehen. Da unten sieht man die Löcher. So, da hat man auch gehört, dass er eingerastet war. Jetzt müssen wir noch, jetzt müssen wir das Ganze hier nur herandrücken und dafür brauche ich beide Hände. Vielleicht ist es auch nicht so empfehlenswert, mit einer Uhr zu arbeiten, ne? Weil es eh alles so eng hier drin ist. Aber auf jeden Fall spüre ich halt auch, dass die beiden Zacken von dem Plastikding in den Nuten von der Halterung drinne sind. Und ich drücke jetzt nur noch so ein bisschen, um sicher zu gehen. Aber es ist fest. So, als allernächstes sieht man nicht, aber ich zeige euch das mal wieder mit dem Handy. So haben wir jetzt hier das Plastikstück, das wir so weggebogen haben. Das müssen wir jetzt wieder zurückbiegen und dann halt, ich glaube, das müsste halt die Servolenkung sein. Genau, die wieder reinmachen und dann wieder ganz vorsichtig diese Schraube hier hinten, die ich hier reingesteckt hatte, die müssen wir dann halt wieder reinschrauben. So, jetzt müssen wir nur diesen Metallbügel, den Servobehälter hält, wieder ein bisschen wegbiegen, damit wir mit dem Behälter durchkommen. So. Und jetzt können wir halt
das alles wieder in Form bringen. Ja, und hier ist halt jetzt so ein bisschen das Ganze halt wieder tricky. Ne? Ich weiß nicht, sieht man das? Nein, sieht man nicht. Aber ich schaue mal, dass ich euch das irgendwie ein bisschen besser zeigen kann. Ja, ihr seht ja hier unten halt jetzt die Stelle, genau, wo die beiden Bügel sich jetzt hier treffen, ne? Das hier. Und hier müssen wir jetzt halt wieder die Schraube reinkriegen. Und das ist echt so eine Stelle, da müsst ihr wirklich aufpassen, damit euch da jetzt nicht was fallen geht, wie das wahrscheinlich gleich bei mir der Fall sein wird. Oh. So. Ich halte zuerst mal die dicke Scheibe ran. Dann stecke ich die Schraube durch. So. Jetzt haben wir das schon mal so. Ich guck mal, sieht man das bei euch so ein bisschen? Ja, vielleicht. Ich mache euch das nochmal mit dem Handy. So. Also, ich habe zuerst jetzt diese Scheibe hier festgehalten, die ich hier links mit meinem Zeigefinger halt berühre und auch mit meinem Mittelfinger. Und dann habe ich die Schraube durchgesteckt. Jetzt können wir das hier so alles festhalten und ranhalten und dann halt wieder anziehen. Wichtig ist, lasst es nicht los, bis die Schraube sich auf der anderen Seite halt quasi durchgebohrt hat, weil ich habe das schon mal gehabt, dass das Ganze zurückgeschossen, weil es nicht richtig genug eingerastet war, bevor ich dann fertig war quasi oder angefangen habe, wieder anzusetzen und nachzudrehen. Und dann lag die Scheibe unten auf der Motorabdeckung. Ne? Ja, dann musste man halt das Auto aufbocken und die Unterverkleidung abnehmen, bis man dann wieder an die Scheibe rangekommen ist. Gut. Nehmen wir jetzt halt wieder hier das lange Ding. Jetzt können wir das Ganze wieder festdrehen. Und ich benutze dafür halt hier die Nuss mit der langen Verlängerung und mit so einem flexiblen Stück vorne. Ja, und jetzt müssen wir das einfach nur noch festziehen und dann sind wir auf der Seite durch. So, wenn ich das Ganze jetzt nicht gefilmt hätte, dann wäre ich etwas schneller gewesen, aber ihr könnt halt sehen, sogar mit Film hat das Ganze jetzt nicht lange gedauert und ich kann euch ja nochmal sagen, was für eine Nuss ich hier dran hatte. Und zwar ist das eine 27er, also Torx 27, ne? Ich gehe nochmal kurz rein, guck nochmal einmal ganz kurz. So, damit könnt ihr auf jeden Fall echt viel Geld sparen, weil ich glaube, in der Werkstatt zahlt ihr dafür locker 50 Euro wahrscheinlich, je nachdem wie der Stundenlohn bei denen ist. Bei Audi sogar wahrscheinlich noch mehr. Und ja, so habt ihr halt auch selber was getan und hattet vielleicht unter anderem mal ein bisschen Spaß dran. So, ja, wir sind jetzt soweit. Kamera wurde kurz umgestellt und wir können anfangen mit der anderen Seite. Fährt wieder kurz ein Auto vorbei. So, jetzt haben wir ja die Fahrerseite getauscht. Ich habe die Kamera kurz umgestellt und jetzt machen wir die Beifahrerseite. Und was wir hierfür benötigen, ist auch nicht so viel Werkzeug wieder. Und anfangen tun wir, indem wir hier die Abdeckung abnehmen. Ja, wir nehmen die einmal ab, schieben die ein bisschen nach rechts, dass wir ein bisschen mehr Platz haben auf dieser Seite. Und jetzt brauchen wir einen Schlitzschraubenzieher. Müssen wir hier einmal die Schelle lösen, weil hier müssen wir wirklich einiges ausbauen, um da ranzukommen, weil hier unten ist der Deckel
Und davor ist erstmal noch der Luftkasten. So, die Stellen hier müssen auch ab. Hier haben wir zwei Stück. Eine ist hier hinten versteckt. So. Und genau, die hier können wir noch lösen. Dann können wir nämlich gleich einfach das Ganze hier abmachen und einfach so ein bisschen wegdrehen. Ne? Nur nicht aufpassen, dass jetzt hier nichts reinfliegt. Genau. Ich überlege gerade. Ich werde versuchen, mal den hier nicht abzumachen, weil das immer so eine Frimmelarbeit ist, den wieder ranzustecken, wenn man kein Schmiermittel hat für den Ring vom Filter. Dann geht das nämlich richtig schwer ran. Das hier müssen wir auch noch abziehen. Dann müssen wir das nach vorne ziehen. Na, leider geht das doch nicht, oder? Gucken wir mal. Hier sind noch zwei solche riesen Klammern. Die müssen wir halt abmachen. Dann können wir das Ganze hier schon so quasi auseinandernehmen. Na, das geht glaube ich doch nicht. Wir müssen doch den hier abnehmen. So, und hier müsst ihr aufpassen, halt, hier ist der LMM, Luftmassenmesser drin halt, und da auch aufpassen, dass der nicht schmutzig wird oder den kaputt macht oder irgendwie was. So, hier ist die Gummidichtung. Und jetzt schrauben wir als nächstes den Luftfilter hier einmal ab. So. Auch hier aufpassen, dass ihr die Schrauben nicht verliert. Es mag sein, dass man das vielleicht abkriegt, getauscht kriegt hier oder hier unten rankommt, ohne den Luftfilter so auszubauen, aber ich glaube, das ist nicht so einfach ohne. Ist gar nicht so kompliziert und auch, ihr müsst auch nicht so viel Angst haben, dass ihr das später nicht wieder zusammengebaut kriegt. Guckt einfach das Video an und dann geht das schon. So, jetzt haben wir das auch noch ab. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 Teile haben wir jetzt hier ab. So, den hier können wir jetzt auch abdrehen. Das ist übrigens der Luftfilter, ne? Und den kann ich euch empfehlen auch zu tauschen, wenn ihr den seit einer Weile nicht getauscht haben solltet, ne? Mal kurz gucken, was man überhaupt sehen kann. Ja, es geht. Den hier auch mittauschen am besten, wenn ihr euch die Mühe macht. Ich habe den jetzt schon seit einem Jahr drin und mache das jetzt wahrscheinlich auch bald im Frühling. Also die kosten, glaube ich, nur 13 Euro das Stück. Und bitte kauft nicht irgendwelche Sportluftfilter, denn das bringt bei einem Diesel nichts und kostet nur mehr Geld und ist aufwendiger mit der Wartung. Und ja, ich glaube, die Sportluftfilter liegen so bei 80 Euro und so ein Luftfilter liegt bei ungefähr 15 Euro. Und ja, macht keinen Unterschied. So, und das ist jetzt nochmal hier die Schale von dem Luftkasten. Den könnt ihr auch abmachen und rausholen. So, ihr müsst aber aufpassen, hier unten hängt noch ein Sensor dran. Wenn ihr den abgesteckt habt, könnt ihr das Ganze hier rausholen. So, ich lasse das jetzt einfach hier so hängen, das geht schon. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal aus einer anderen Perspektive.
Oder ich mache mal kurz die Kamera hier einmal ab, dann zeige ich euch das. So sieht das jetzt hier gerade aus. Gefühlt haben wir den ganzen Motor auseinandergebaut, um an die scheiß Brenner ranzukommen. Ne? Und ja, also macht euch da keine Angst oder so, das ist gar nicht so schlimm. Ne? Hier haben wir nochmal den Luftmassenmesser hier drinne. Und ja, hier sind nochmal die zwei Löcher halt, wo dann hier die Gummidinger am Ende wieder reingedrückt werden, hier von dem Ding. Hier haben wir auch so eine Klappe. Ist wahrscheinlich so eine Überdruckklappe oder so, weil hier unten halt auch wieder so ein Loch ist, ja, wo das dann so abströmen kann. Auf jeden Fall haben wir das jetzt soweit, dass wir hier jetzt ganz bequem gucken, ob ich das hier vielleicht irgendwie so ablegen kann. Ich glaube aber nicht. Nee. Dass wir jetzt hier ganz bequem an das Teil hier unten rankommen. Ich springe nochmal ganz kurz um aufs Handy. So, wir haben das jetzt hier alles ausgebaut. Ich zeige euch das nochmal. Zack, 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 zack. Und jetzt müssen wir als nächstes hier unten ran. Und zwar an das Ding. Und hier ist mir auf dieser Seite halt schon. Nee, hier unten ist mir dann so ein Halter abgebrochen. Und ich habe nur noch einen. Den dann also hochdrücken. Ja, der war übrigens schon kaputt, das war nicht ich, das war vom Vorbesitzer noch. Und das war ein Kfz-Mechaniker. Nach oben und dann können wir das Ganze so rausziehen. So. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ungefähr 7 Teile haben wir jetzt hier, nur um an diese Lampe hier ranzukommen, die nämlich auch kaputt ist. Und hier ist es halt so, dass wir das Ganze, gucken wir mal nach links oder nach rechts, nach. Doch, zu der Seite hin. Genau, habt ihr gesehen? Dann so rausholen. Am besten auch darauf achten, wie das Kabel halt auch hier so lag. So. So, die ist ganz kaputt, deswegen machen wir das hier einfach direkt ab und tauschen die einmal durch. Ich gucke mal, ob ich das euch einmal zeigen kann hier mit der Kamera. Hier sieht man halt, dass die sich auch schon hier drinnen verfärbt hat und alles. Genau. Dann macht ihr den Stecker ran. Und wir machen jetzt mal einen kleinen Lichttest. Sieht auch gut aus. Alles wieder aus. Kurz nochmal einen Schluck Olodag nehmen. Also, wir haben jetzt hier wieder die Lampe und wir gehen jetzt hier unten einmal rein. Und zwar so, wie wir auch das abgeschraubt hatten, und zwar in diesem schrägen Zustand. Und jetzt müssen wir einfach nur noch drehen und dann ist das halt auch schon eingerastet. Ne? Kabel geht hier oben lang, das Teil sitzt fest und im Gegensatz zu der anderen Seite haben wir hier echt viel Platz, um zu arbeiten. Jetzt nehmen wir halt hier die Abdeckung und setzen die halt wieder so an. Auf der Seite ist es andersrum. Hier müssen wir zuerst oben rein und dann halt unten. Und da wir nur eine Seite haben, die einrasten kann, haben wir es gehört. So, ist eingerastet. Ich werde auf jeden Fall einen neuen Deckel kaufen. Ich werde nämlich auch in ein, zwei Monaten halt oder spätestens irgendwie Ende April werde ich den Luftfilter tauschen und dann hole ich mir hier einen neuen Deckel und tausche das hier auch einmal. Aber bis dahin sollte das reichen, das meint auch der Freundliche von Audi.
So. Jetzt müssen wir einfach nur wieder zurückbauen. Und zwar fangen wir natürlich wieder mit dem an, was wir als letztes rausgeholt haben. Und zwar mit dem Teil. Dann müssen wir natürlich hier wieder den Sensor ranmachen. Kommt nochmal ein Switch. Andere Kamera. So, wir haben das jetzt hier unten eingesetzt und die beiden Gummidinger sind jetzt halt auch komplett drinne, ne, da. Und hier gibt es dann noch einen Stift. Und der ist normalerweise halt hinten in der, ein Teil davon ist in der Karosserie. Die vordere, das vordere Stück kann man hier eigentlich rausziehen oder beziehungsweise so sieht das aus. Wir haben hier oben dieses Stück, das können wir ganz rausziehen. Das andere Teil kommt verdreht hier durch in die Karosserie. Und dann können wir halt. Das ist halt so eine zusätzliche Halterung, damit das. Ja, ich lasse das jetzt so, weil ich werde es nochmal ausbauen und dann halt ohne Video und dann werde ich halt. Das nochmal richtig festmachen halt. Man, normalerweise kommt das zuerst rein und zwar genau in dieses Zwischenstück von diesem Gummi und dann dreht man das so ein Stück nach rechts und rastet das hinten in der in diesen Blech hier ein von vom Auto und wenn man den Shift reinzieht, dann spreizt sich das so ein bisschen und oder es spreizt sich halt nicht so doll, aber auf jeden Fall sorgt der Stift dafür, dass es halt dann, dass der Teil dann hier halt nicht so klappern kann zum Beispiel halt, ne? Warte. So, weil das hier halt auch ein bisschen fest ist. Jetzt müssen wir als nächstes. Was machen wir als nächstes? Kommt das hier wieder? So, und zwar. Es gibt nur eine Möglichkeit. Und zwar haben wir auf dieser Seite hier diese Erhöhung von diesem Plastikstück. Und die muss halt. Ja, in, auf dieser Seite halt sein. Ne? Da haben wir hier so drei Zähne, die halt einrasten können. Und ja, das Ganze hier springt gerne mal wieder raus, wenn man das Zwischenstück hier wieder einsetzt, aber das kriegen wir dann schon hin. So, jetzt können wir wieder den Luftfilter einsetzen. Jetzt können wir das Ganze auch festschrauben, auch bevor wir die Dichtung jetzt schon einsetzen. Den Luftfilter wieder drinne. Also ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr halt längere Zeit das Ganze nicht getauscht habt und so, ne, kauft euch diesen Luftfilter. Ich verlinke euch das gerne auch unten in der Videobeschreibung. Mit so einem kleinen Link von Amazon und ja, wenn ihr darauf klickt und das auch darüber bestellt, dann kriege ich so eine kleine Provision halt, ne? Also euch kostet das dann nicht mehr oder weniger und baut das dann halt dann so ein. Ich kriege dann halt auch natürlich so eine kleine Paste, so ein Schmiermittel, damit das halt alles so ein bisschen besser flutscht, vor allem halt später damit, gleich damit der diese Einheit mit dem Luftmassenmesser wieder besser aufpasst. So, das ist fest. Gummi wieder rein. Und ja. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal hier so ein bisschen mit einer Spucke anfeuchten und zwar hier diesen Gummiring, ne? Damit das dann hier auch gleich wieder besser raufflutscht. Und dann muss das Ganze so rein. Und dann haben wir hier unten halt auch so diese Nuten. Minuten. Solche Führungsdinger, das werdet ihr dann schon sehen. So, der Kasten muss dann wieder zusammengedrückt werden. Dann muss natürlich hier wieder die Schelle auf beiden Seiten drüber. Ja, natürlich ist es jetzt nicht hier hinten wieder drin, das merkt man natürlich auch, aber das mache ich dann noch beim nächsten Mal halt.
So, jetzt haben wir halt das ekligste Ding und ich hoffe, das geht. Ich glaube, für das flutscht ein bisschen besser. Oh, ich das jetzt einfach mal ein bisschen mit meiner Spucke anfeuchte. Und zwar setzen wir das halt wieder so drauf, wie das halt drauf war. Und zwar mit dem Stecker nach hier oben. So, ich habe ein bisschen Schwein gehabt, es ging ein bisschen schneller. Hier wieder der Stecker rauf. Jetzt haben wir das Grobe wieder drin. Jetzt müssen wir nur noch hier diesen Adapter reinmachen. Und hier weiß ich echt nie, wie ich am besten anfangen soll. Ob oben oder unten und dann... So. Diese scheiße Stück hier ist echt ein bisschen nervig, aber ich habe es jetzt hingekriegt und so habe ich es oben reingedrückt und jetzt ist es halt fest und ist überall halt auch richtig schön drinne. Das ist halt wichtig, weil hier der Luftstrom durchgeht halt, ne? Nur hier sehe ich gerade halt, hier vorne sieht man halt noch so eine Kleinigkeit, dass der Zahn halt da drüber ist, das heißt, ich muss das einmal noch gleich da drüber stecken, ansonsten haben wir das Stück jetzt erledigt. Ich hänge das mal wieder hier auf. Dann könnt ihr von hier oben zugucken. So. Müssen wir nur noch diesen scheiß Ring hier raufsetzen, das Ganze wieder festschrauben. So. Den hier auch nicht vergessen, wieder festzuschrauben. Und als letztes noch die Abdeckung drauf. Und dann sind wir fertig. So, leuchten beide wieder. Eine Sache ist noch wichtig und zwar gibt es so eine Einbrennzeit aller Lampen. Das heißt, erst nach einer gewissen Anzahl an Stunden entfalten halt die Brenner ihre maximale Leistung. Und das liegt in der Regel so ungefähr bei 20, 25 oder auch 30 Stunden. Und wundert euch nicht, wenn ihr am Anfang vielleicht euch denkt, oh Gott, das ist ja schlimmer als vorher. Die brauchen halt immer ein bisschen, bis sie ihre maximale Leuchtkraft quasi entfalten können. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen über ein Subscribe und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr irgendwelche anderen Videos sehen wollt, wie ich das oder das erkläre oder mache, dann seid so frei, hinterlasst einen Kommentar. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und wenn ihr zukünftig keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.